bist da. So, und heute möchte ich ein bisschen Story machen. Und zwar wirklich ein bisschen Story. Damit wir endlich mal weiterkommen. Ich will aus dieser scheiß Kack-Subnera raus. Die frisst mir noch meine ganze Lebenszeit. Ich habe so das Gefühl, wenn ich weiterhin die ganze Zeit immer nur Indies laufe, bin ich am Ende 80. Also Level 80. Storymäßig aber immer noch in der 7. Ära. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Wobei, dann bin ich gut gelevelt, für alles, was kommt. Noch am Anfang des Games, genau. Warum nicht? Muss man auch erstmal schaffen. Hüpf, kleiner Mokri. Hüpf, 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 hüpf. Könnt ihr? Ja! Na, mal gucken. Vielleicht ganz zum Ende. Vielleicht zum Ende laufen wir Castro. Ganz, ganz zum Ende. Aber vorher kommt jetzt mal das andere. So, ich wollte jetzt einmal kurz. Was? Nein! Achso, Kai, du wolltest ja mit dem Voice, ne? Das meinte ich nicht. Ich gehe schon mal rein. Kaya, Erschein reicht. Das andere ist jetzt nicht so unbedingt notwendig. Ja, klar. Klar ist das okay. Ich hab da nichts gegen. Da war ein Fleck. Wo war da ein Fleck? Das läuft man. Ja, und? Daddels Spruch mit schmeißt sie ins Feuer ist auch uralt. Retro ist geil, ja? Ich sag nur gestern der Cocktail mit Zuckerrand. Hä? War doch geil, oder? So, ich möchte jetzt mal was gucken. Ich habe keine Ahnung davon, was ich da tue, aber ich möchte einmal was gucken. Wenn du ganz viel Langeweile hast, levelst du einfach alle Jobs auf 60 vorher zu. Ja, Nox, so viel Langeweile habe ich nicht. So viel Langeweile habe ich wirklich nicht. Vielleicht schaffe ich es eine Klasse. Eine. Oder, na gut, mit meiner Hauptklasse zwei Klassen. Den Faustkämpfer könnte ich. Wen sehe ich denn da? Oh! Ich sehe da jemanden, ich sehe da jemanden, ich sehe da jemanden. Da muss ich hin. Ich wollte mal was nachgucken. Mich interessiert einfach nur gerade mal was. Okay. Das war hier weniger. Das Feuer ist nicht alt. Das nennt man Tradition und Kulturpflege. Kulturbahnhause. Und? Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Warte mal. Sag nochmal was. Ja. Ah. Okay, warte. Ja. Ja, ich muss aber ganz kurz das Spiel leiser machen. Ich hab's beim letzten Mal wieder ein bisschen zu laut gestellt. Ja, ja, leider kein Spielsound. Aber sonst möchte ich ja doppelt, sonst höre ich mich und dann gehe ich kotzen und dann wird mir schlecht und dann muss ich ins Krankenhaus und das ist scheiße. Ja, ne? Ja. Ja. Und vor allem das Dumme, die haben da nicht mal einen Zuckerrand auf ihren Getränken. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist richtig assi, ey.
Mach es dir einfach, Samurai fängt auf 50 an. Oh, echt? Warte mal, was ist... Samurai würde ich sogar spielen. Ich möchte tatsächlich alle DDs hier haben. War das nicht auch bei Dings so, bei FF10-2, dass es da auch diese ganzen Klassen gab? Samurai und Tralala und... War da. Weißt du, zieh dir mal ein bisschen mehr an. Hat Luna gestern auch gesagt, was ich vor dir gestellt hätte. Zieh dich an! Hast du erstmal Ärger gekriegt. Oh, da hätte ich keine Hose an. Voll geil. Was war das denn? Da hatte ich keine Hose. Ja, ich gucke hier gerade mal. Das Schlimmste ist, ich will eine neue Waffe. Ist doch ein schöner Mann. Ja. Oh mein Gott. Mandel, ist alles okay bei dir, oder? Ja, die Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Warum? Ich will doch mal. Ist auch noch Sailor Moon damit rein? Unverschämtheit. Warum? Ich will eine bessere Waffe. Warum ist die Welt so ungerecht? Ey, weißt du, du hast wahrscheinlich besseres Equipment als so manch anderer und bist am Rumheulen. Ja, ich dachte, ich habe vielleicht irgendwie mein Glück, dass ich vielleicht auch irgendeinen coolen Leuchtebogen kriege. Weißt du, nein. Weißt du, Luna kriegt da so die richtig übelskeile Sachen und ich finde einfach nie irgendwas. Ja, toll. Warum? Die Sailor Moon hat angefangen. Was? Hat Daddel doch gesagt. Ja, ich weiß, ich sehe das ja gerade. Die Sailor Moon mal ordentlich übers Knie gelegt. Warte mal. Wenn das schon nicht geht, Faustkämpfer. Ich spiele nicht mit Faustkämpfer, aber wir gucken mal. Bin ich zu blöd gerade? Ja, ne? Faustkämpfer. Okay. Logik? Null. Sinn? Null. Geld ausgeben? Ja! Messing-Schlagringe. Ey, dafür würdest du hier auf der Straße sofort festgenommen werden, ne? Illegale Waffen. Nee. Geil. Das fragt mich alles nicht. Mich alles nicht so wirklich weiter. Da wollte ich jetzt auch nicht nachgucken. Ja, okay. Warum zum Teufel hast du da nichts an? Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich diese komischen Kostümpaletten da. Projektionsdinger habe. Und ich nicht weiß, wie ich die rückgängig machen kann. Ich weiß nicht, wie ich mir meine Rüstung wieder anzeigen kann. MMO-Montag. Erst ESO Black World, dann der Rotlicht-Stream in FF14. Ja, genau. Ich bin noch blöd. Warte, ich wollte mal ein Dings wieder zurück. Kann ich mir irgendwas anderes kaufen? Ich wollte nur einmal gucken, ob ich hier irgendwas Cooles machen kann. So, dann, da muss ich dir erstmal wirklich zustimmen. Das ist ja jetzt nicht mal negativ gemeint. Okay, ja, da hat er recht. Ich gucke ja auch schon bei Begleitern. Schokobo-Küken! Oh, jetzt warst du ja auch übersteuert. Ja, ich weiß. Keine. Ich hab nichts mehr gehört. Ich hab nur noch gehört und dann war's. Oh, eine kleine Ratte. Einen Inhalator haben. Gebe ich dir ab. Mini-Pilz! Oh nein. Mann. Also, ja, stimmt, das regt jetzt ab. Aber Mini-Pilz! Wie geil ist das denn? Eine Morbulknolle! Die Morbulknolle ist aber. Günstig? Ich weiß gar nicht, ob Luna online ist, Daddel. Also, jetzt hier im Stream. Kann ich nachgucken. Also ja, gut, hier also im Stream ist im Lurk. Also ich gehe mal von aus, dass so. Also online ist so, aber. Aha, erzähl mir mehr. Das?
Ein interessantes Gespräch hattet ihr. Echt? Hatten wir das? Hast du gesagt. So, das noch länger mit der... Ja, ich mach doch gleich. Ich will doch noch... Noch 44 Quests? Ja. Doch, ey. Das sitzt dir doch mit einer Arschbacke ab, Mann. 10 Minuten bist du fertig. Und das Kästchen habe ich auch. Schokobons. Schokobons? Wie geht nochmal diese Werbung? Lecker, Schmecker, klein und rund und schon in meinem Mund oder irgendwie so? Sieht aus wie... Das ist neue Handschuhe. Da kämpfst du mit großen Fäusten. Echt? Irgendwie cool. Aber das Problem ist, ich möchte halt auch gern ab und zu mal meine neuen Sachen hier ausprobieren, aber... Das sieht cool aus. Also ohne Höschen. Tada. Das wäre dann das Höschen dazu. Sag mal, gibt es eigentlich so eine FKK-Version von FF14? Nein. Ja, du sagst doch, oh geil, ohne Höschen, tralala. Ich habe nicht gesagt, oh geil, ohne Höschen. Ja, okay, das geil habe ich dazu gesagt. Also, wenn du mich schon nachäffst, dann bitte so, dass es auch richtig ist, ne? Nicht. Ich treffe aber deine Tonlage nicht. Du triffst sowieso keine Tonlagen, davon mal ganz abgesehen. Das weißt du doch gar nicht. Doch. Du hast mich noch nie singen gehört, Gott sei Dank. Doch, hab ich. Einmal hab ich die singen hören. Ah, schon so spät? Scheiße. Ein einziges Mal habe ich dich singen hören. Sagen wir mal so, Frisches kann besser singen. Ja, dann habe ich mich wahrscheinlich nicht angestrengt. Doch, hast du. Nein, tatsächlich. Wenn ich bei den Mädels immer, wenn wir Sings da gezockt haben, ich war immer echt grottig. Außer Depeche Mode. Das treffe ich ganz gut, aber sonst... Ja, wenn ich betrunken bin, na, kann ich auch die Töne treffen. Denke ich zumindest. Dann treffe ich auch alles. So. Ich will nach Heaven's Heart. Ich könnte ja mal eine Vorhersage machen. Ich kann ja bei Twitch so eine Voraussage machen. Ob ich es heute schaffe, auf unter 30 Quests zu kommen. Also von der 7. Ära. Wie viele Quests wären an einem Tag schaffbar von der 7. Ära? Ist das einfach so eine grobe Frage? Rhetorische Frage oder? Nein, das ist jetzt tatsächlich eine ernst gemeinte Frage. Wie viele würde ich jetzt, wenn ich jetzt die Quest... Alles, oh Gott. Gut, alles schaffe ich nicht. Wenn ich jetzt durchziehe bis, sagen wir 23.00 Uhr, wie viele Quests könnte ich schaffen? Also alles würde ich wahrscheinlich nicht schaffen. 10? 20? Ja, also ich brauche hier noch 44 ungefähr, glaube ich, bis ich mit der 7. Ära durch bin. War, glaube ich, gestern so der Stand. Also 46 war der Stand als erstes und habe, glaube ich, 2 Quests beendet. Weil ich ja gestern nicht mehr so lange gemacht habe. Und dass ich dann halt quasi so unter die 30 komme. Die ich machen muss. Habe ich das richtig erklärt? Ja. Löffel unter 100. Oh Mann. Also hier ruht Liawin nun. Ja, ich weiß immer noch nicht, wer Liawin ist, aber okay. Ja, du kleines Toppetchen. Was hat das zu bedeuten? Was? Ihr Grab wurde geschändet und ihr Leichnam ist verschwunden? Wer könnte so etwas tun? Und woher weiß ich das, wenn das Ding da drauf liegt? Bei den 12, nein. Könnte das etwa das Werk sein? Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr ergibt es Sinn. Bei einer Art und Weise, bei der sich mir der Magen umdreht. Ich werde versuchen, es dir zu erklären. Für die meisten von uns war unsere kleine Gruppe nur eine
eine Zweckgemeinschaft auf der Suche nach Ruhm und Reichtum, wie das bei Abenteuern ja gang und gäbe ist. Aber für Ella bedeutet das sehr viel mehr. Es fertig mit ihm und springt in die Küche. Mach das Sattel! Bis gleich! Als Vera starb, ist auch ein Teil von ihr erloschen. Und als ob das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, haben Lea, Vin und ich sie auch noch im Stich gelassen. Wir haben sie allein gelassen, obwohl sie uns dringend benötigt hätte. Wir könnten nur so herzlos sein. Das ist ja kein Wunder, wenn das arme Mädchen den Verstand verliert. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Nun können wir uns nur noch unseren Fehler eingestehen und versuchen, sie wieder gut zu machen. Aver und Liawin sind verloren, aber Ada weigert sich, das zu akzeptieren. Sie kann die Vergangenheit nicht ruhen lassen. Ich weiß, was sie in Tamantara vorhat, aber das wird kein gutes Ende nehmen. Ich werde an dieser Hochzeit teilnehmen und versuchen, sie zur Vernunft zu bringen. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mich begleiten könntest. Also das hier ist gerade eine Nebenquest, nicht die Hauptquest. Ich sag mal so 10 bis 15 Quests. Okay. Okay. Nein, daran mag ich im Moment nicht denken. Noch nicht. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Bitte triff dich am toten Acker Tamtar mit mir. Oh Gott, muss ich da wieder rein? Vergiss es, das war ich heute nicht. Dann doch lieber Hauptquest. Zusammen werden wir den Wahnsinn, den er davor hat, ein Ende bereiten. Ja, ich dachte, das Ding wäre kurz. Aber wenn ich dann wirklich zu Tamtara rein muss, dann lasse ich das lieber stecken. Ja. Warte mal. Ich möchte einmal was ausprobieren. Das ist schwer. Ja, ich hab's mir gedacht. Oh. Machen wir doch mal. Was hast du wieder für einen Blödsinn vor? Warte. So. Muss ich denn hier auch noch was machen? Ich sage eine Terminalabzeichen. Okay. Einreichungszeit. Doch, machen wir mal so. Hä? So da eigentlich, also irgendwie passiert doch nichts. Ja, weil ich das hier gerade zum ersten Mal mache, was ich hier gerade versuche. Meinst du es bei Twitch oder was? Ja. Ach so, ich dachte, du meinst es im Spiel versuchst du, weil du gesagt irgendwie Nein. Passiert da nichts. So. Verstanden. Okay. Haha, ich habe eine Vorhersage gemacht. Ich weiß zwar nicht irgendwie, wie weit das funktioniert, aber. du kannst Kanalpunkte, glaube ich, setzen. Also ja, man klickt halt quasi drauf auf Ja oder Nein. So viele Kanalpunkte, wie man setzen möchte. Wenn man richtig liegt, kriegt man die Kanalpunkte, glaube ich, doppelt wieder. Genau, also es und ist so. Und wenn man Nein oder wenn man es nicht schafft, sind die Punkte weg, glaube ich. Also es ist so, du hast einmal kannst du auf die 10 klicken jeweils und dann unten ist halt mit Benutzer definierten Betrag. Das Ganze geht aber nicht so lange. Also wenn, müsste jetzt halt abgestimmt werden. Also so lange geht das hier nicht. Ich glaube, eine Minute habe ich eingestellt. Du bist ein Freak, ne? Du schaffst das, oder? Das liegt bei euch. Jetzt gerade. Also ich weiß nicht, ob ich schaffe. Ich habe das jetzt einfach mal reingesetzt.
Oh, ich stand gerade was als Moderator da. Trotzdem teilnehmen, ja. Ist auch wirklich möchte. Na, natürlich. Ich habe ja keinen Vorteil dadurch. Geil. Nee, also wie gesagt, man kann so viele Punkte, wie man möchte, setzen. Muss man halt nur mehrmals draufdrücken. Auf die Antwort, die man. Ja, ich habe erstmal klein angefangen. Ne, erstmal gibt's da nicht. Das läuft jetzt in ein paar Sekunden ab. Nein, ich habe nochmal erstmal Standard 10. Also muss ich mir noch einen Kredit aufnehmen, das ist auch blöd. Hast du nur so wenig? Nö, ich habe. Aber egal, ich hab viel. Ich hab viel. Ich hab mir welche erschietet. Echt? Das war ein Scherz. Okay. Keine Ahnung. Nein, ich hab an die 8000 irgendwas. Weil ich die letzte Zeit nicht viel ausgegeben habe. Ja, das merke ich. Achso, die ist alle verbraten. Ich spare auf etwas hin. So, kann ich jetzt. Sehe ich das Ergebnis jetzt? Also. Ich habe keine Ahnung. Du bist der Einzige. Nee, echt jetzt? Ja, tatsächlich. Oder? Doch. Ja, nein, doch. Doch. Ja, mal sehen, ob du recht hast oder nicht. Ja. Bleibt abzuwarten. Aber es funktioniert zumindest. Das ist schon mal gut. Ja, du konntest ja abstimmen. Naja, hätten die anderen eigentlich auch machen können. Wenn sie nicht gerade im Away sind. So war doch nicht gemeint. Es war eher im Sinne, ob es halt funktioniert. Als Test halt. Als Test. Wo muss ich jetzt hin? Ey, wie viele Aufträge hast du denn da, ey? Das meiste sind Aufträge für irgendwelche Indies, die ich dann später machen kann. Oh. Das sind eigentlich, glaube ich, alles so Folgedinger für dieses Gedöns hier. Das war auch so, wo ich mit meinem Bruder noch aktiv so Old Republic gezockt habe. Ey. Er ist da wirklich gut drin, also zu dem Zeitpunkt, er hat ja quasi alles erreicht, was man erreichen konnte. Ja, nimm alles an und das alles brrrt. Und ich steig da einfach, ich mach das lieber alles so peu à peu. Ja, nimm mal alles an, ey. Nee, ich hasse das. Ah. Und das war zum Fortschalten, ja. Also eigentlich, das meiste habe ich wegen Luna angenommen, weil sie gesagt hat, oh, das ist cool. Ah, das ist auch cool. Oh, das ist auch cool. Das ist lustig, da kriegst du was Lustiges für. Und dann sitzt du da und dann denkst du nur so, und wie lustig ist es, das zu machen? Sehr. Gehst du mit mir rein? Ich bin dann mal weg. Ah, okay. Also gehst du nicht mit rein. Super. Nee, also mein Bruder hat das tatsächlich mit mir gemacht, aber ich finde einfach, ja, wie soll ich das sagen? Wenn es wirklich eine Hauptstory gibt, bin ich eher dazu geneigt, die zu spielen und dann vielleicht beim anderen Durchspielen dann wirklich die Nebensachen zu machen. Ja, mit dem hier versuche ich alles zu machen. Weil ich weiß, dass ich es wahrscheinlich so weit nie wieder durchziehen werde. Es sei denn, sie bringen natürlich was. Ich meine, wir haben auch genug, wie nennt man das? Inis oder... Wie heißt nochmal das andere Wort? Was du mit mehreren machen musst. Scheiße. Inis? Mir fällt es nicht ein. Ja, nein. Raids? Raids, genau. Ja, oder genau, oder hier Trials kann man, glaube ich, auch sagen. Weil das Spiel musst du auch mal spielen. Ich muss so vieles noch spielen. Ich habe es vor. Aber The Old Republic ist richtig geil. Ja, ich habe es doch vor. Aber, weißt du, ich habe schon 6 MMOs. Lass mich doch erstmal irgendwas davon beenden. Also, ja, da hast du halt 10. Meine Güte. Bis zu einem gewissen Addon beenden. Zieh alle in deinem Leben nicht durch. FF14 könnte ich, wenn ich mich ranhalte. Ja, ja, gut, okay. In FF14 habe ich jetzt die richtigen Leute für. ESO könnte ich auch durchkriegen. ESO ist auch etwas, was du halt alleine machen kannst. Was ich nicht durchkriegen werde, wäre Herr der Ringe.
Das werde ich im Leben nicht durchkriegen. Genauso wie WoW werde ich im Leben nicht durchkriegen. Fiesta kannst du zum Beispiel auch durchkriegen. Ach was? Fiesta Online kannst du durchkriegen. Es kam in jetzt erst ein Addon, also eine Erweiterung. Wo ist denn da bitte eine Story drin? Naja, wenn wir nicht alles wegklicken würden, wäre da bestimmt, könnten wir bestimmt einen Hauch von Story erfahren. Aha, das erfahre ich jetzt. Mhm. So, du machst heute mal den Counter. Wir haben gleich eine Quest durch. Die ich jetzt abgebe. Gut. Du kannst es ja auch nebenbei aufschreiben. Ja, ich habe hier gerade eben einen. Ich mach mal einfach so ein ganz klassisches. Weil immer wenn dann dieses grüne Ding hier ist, gebe ich ja was ab. Das heißt, das ist dann Nummer uno. Also kann ich schon mal einen Strich machen, ja? Einen Strich kannst du machen. Abgegeben. Tada. Nächste annehmen. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt teilweise einfach nur durchklicke und ein bisschen langsamer mache, damit man. Die Kolonisten? Oh, okay. Ich verfolge dieses Unterfangen schon seit geraumer Zeit mit großem Interesse. Okay. Ihr synchronisiert gerade. Ja, wusste ich nicht. Einiges ist ja synchronisiert. Ich glaube, ich klicke einiges jetzt einfach nur durch. Sofern es niemand stört. Es geht schneller, als wenn ich alles durchlese. Also manches in diesen Videosequenzen dann natürlich. So kleinere Sachen, unwichtigere Sachen. Dann wahrscheinlich eher weniger. Ja. So. Jetzt psch. Tapfere Männer und Frauen sind das, die Curtas einen großen Dienst erweisen. Denn wenn erst ein voll befestigter Außenposten in Mordona steht, werden die Galear es sich zweimal überlegen, erneut hier einzufallen. Bis jetzt ein Patch, welcher die Heavensward Story langsam einleitet. Oh, das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal so ein bisschen was. Na, mal schauen. Wie gesagt, Kaya macht den Counter. Quasi. Ich bin gespannt. Und dich an ihrer Seite zu wissen, ist umso beruhigender. Niemand soll sagen, dass Haus Fortor würde die Bemühungen seiner Freunde nicht zu schätzen wissen. Oder vergessen, was es ihnen schuldet. Genau deshalb haben wir auch Hilfsgüter nach Geisterzoll geschickt. Dass diese von Heretikern abgefangen wurden, ist mehr als bedauerlich. Doch es war fast abzusehen. Denn täglich nimmt die Zahl von Wegelagerern zu. Ihr organisiertes Vorgehen in letzter Zeit schreiben wir ihrer Anführerin zu. Der ruchlosen Eisherz. Leider wissen wir so gut wie gar nichts über diese Frau. All unsere Nachforschungen liefen bislang ins Leere. Wohl aber ist uns bekannt, dass die Heretiker fast ehrfurchtsvoll von ihr sprechen und lieber in den Tod gehen würden, als sie zu verraten. Normalerweise agieren diese Fanatiker eher unkoordiniert. Ich wage gar nicht mehr auszumalen, was sie mit vereinten Kräften noch alles anrichten könnten. Bis nach Camp Drachenkopf haben sie sich bislang nicht getraut. Doch westlich von hier werden sie immer häufiger gesichtet. Ein Besuch der Weißen Felsfront könnte dir Aufschluss bringen. Bist du bereit, die Reise auf dich zu nehmen? Halones Segen sei mit dir. Ich gebe es nur ungern zu, aber ihr Abenteurer seid meinen Landsleuten im Kampf gegen solche Schlitzohren weit überlegen. Wären die Gegner Drachen, dann sähe die Sache wahrscheinlich anders aus. Nein, wirklich, ich könnte mir keinen besseren Beistand wünschen. Du hast bereits viel für unser Haus getan und ich bin mir sicher, dass schon bald neue Heldenlieder über dich zu singen sein werden. Solltest du etwas herausfinden, dann berichte mir bitte davon. Ein warmes Herdfeuer und unsere Gastfreundschaft erwarten dich hier zu jeder Stunde. Darfst wieder reden. Jetzt will ich nicht mehr. Oh, nein, oh, Zwicke. Selber. Oh, welches Tierchen nehmen wir denn? Komm.
Welches was? Das ist das, wenn du mit dem dicken Moge. Ach, da ist er ja. Ja, aber mir kommt das ein bisschen. Warum war er verzögert dann? Keine Ahnung. Ja. Der Stream ist ja auch um einige Sekunden verzögert. So, ich dachte schon, weil mein Rechner noch auf Winterzeit läuft. Naja, es wäre ja schon seltsam, wenn das Stream 1:1 so laufen würde. Oh, die Beine, ey. Naja, wenn man das Beine nennen kann. Sei froh, dass ich den Modus drin habe, wo wirklich nur wenige Sekunden dazwischen liegen. Gibt auch für... Ich kann auch sagen, dass ich... Oder dass es dann 10 bis 15 Minuten verzögert ist. Für Leute, die dann zum Beispiel in manchen Spielen spoilern, beziehungsweise wenn man Gruppenspiele macht und vergisst zum Beispiel gewisse Sachen auszuschalten, dass sie dann mitjoinen können. Nee, ich glaube, das hat weniger was mit dir zu tun. Ich habe das tatsächlich festgestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel Discord anhab und dann den Stream, dass das halt einfach irgendwie, ich glaube, das hat immer was mit dir zu tun, weil wenn ich Discord nicht anhab... Ja, aber es ist ja trotzdem verzögert. Und wenn ich dir jetzt so zugucken würde, ohne irgendwas, dann eigentlich nicht. Dann ist es trotzdem verzögert. Das sehe ich, wenn ich jetzt meinen Stream aufmache. Warte mal. Muss ich jetzt tatsächlich... Glaubst du mir das auch einfach nicht, wenn ich mal irgendwas sage, ne? Ich sag ja nur, es ist bei mir so. Ja, aber es kann... Also, mindestens 3 bis 5 Sekunden sind grundsätzlich dazwischen. Okay. Grundsätzlich. Also, warte. Okay, dann... Mal Klugscheißer! Mal, hab ich gesund. Das ist nicht Klugscheißen, das ist dich berichtigen und dir sagen, wie ich es eingestellt habe. So, warte. Ich hab doch nur Schnupfen. Ich bewege mich in meinem Stream jetzt gerade, so bewege ich mich noch nicht. Jetzt bewege ich mich erst. Das sind 5 Sekunden, die dazwischen sind. Okay. 5 Sekunden. Ja, jetzt stehe ich. Es ist verzögert. Auch Brüsches hat es oben verzögert. Ja, gut, okay. Was hast du gesagt? Ich war ganz kurz eingenickt. Wo muss ich hin? Muss ich da hoch? Doch, ich muss da hoch. Ja, geh doch da hoch. Bin verwirrt. Ah. Wundert mich nicht. Du bist immer verwirrt als ich. Das stimmt. Ja, da. So, nicht vor. Muss ich jetzt hoch oder muss Für ich das Stück hin? Nimmst du ein Reittier? Ja. Da würde mal einer sagen, ich bin bekloppt. Bist du auch. Ja, du bist noch bekloppter. Rarara. Ja, aber hier habe ich mir das Reittier hart erarbeitet. Wäre schlimm, wenn ich es nicht benutzen würde. Ihn da, oder was? Also jetzt das Aktuelle. Nein, alle. Achso. Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis ich überhaupt auf dem Level war, wo ich die Viecher benutzen durfte? Oh, sie rennt da hoch und sie könnte fliegen. Oh, Ah! Oh, Frau Samtpfote. Was ist da los? Was willst du von mir? Nix! Ich enterbe dich. Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Nö. Natürlich nicht! Natürlich macht das keinen Sinn. Oh. Ich glaube, ich brauche gleich mal ein frisches vom Fass. Nee, der ist heute kaputt. Der ist out of order. Nee, ich meine, ich muss vielleicht ein kaltes Getränk holen. Baby Yoda. Huch. Dachchen, Leute. Leute, da los. Palim, palim. Na, no, ich hätte gerne einfach gepumpt. Schon klar. Ja. In der Tat. Ja. Boah, das war's schon. Da warst du wieder komplett unterfordert, ne? Stufe 58, natürlich. Noch. Ja, und die sind? Und die sind? Ich glaube, die waren Stufe 50. Ah.
bin ja hier noch in den 50ern drin. Quasi. Aber nur quasi. Nur quasi. Na, synchronisiert oder nicht synchronisiert? Ja. Bin mal kurz in der Küche. Okay, bring mir was mit. Was hättest du denn gern? Zwei Tüten Chips. Eine Weinflasche. Eine Pizza. Okay, mit Chips kann ich dienen. Beim Rest hört's auf. Schade. Aber ich könnte dir Geschnetzeltes anbieten. Okay, das nehme ich auch. Ja? Ja. Magst du Semmelknödel? Nein, die kannst du behalten. Okay, mit was willst du denn dann haben? Gebratene Nudeln. Oh, das schmeckt doch nicht. Klar. Du kannst doch kein Züricher Geschnetzeltes mit gebratenen Nudeln essen. Ey, so habe ich den für ein... Boah. Klar. Was ist denn kulinarisch mit dir passiert? So bin ich aufgewachsen. Du kannst doch kein... Das ist doch so, als wenn du ein Snickers mit der Verpackung in die Fritteuse schmeißt. Ja, geil. Lecker. Ich bin mal kurz... Bis gleich. Oh, ich habe den Ah, nee. Das ist doch nicht der Weihnachtsmann. Der sah aus wie der Weihnachtsmann eben. mit der Aufmachung. Ich hänge an der Decke fest. Ich, jetzt. Lächeln. Wo muss ich jetzt denn? Und wieder zurück, Marsch. Flieg, kleiner Wolf. Flieg. Wie lange nennen wir auf dem Viech hier? Oh, voll eingesunken. So. Bist du wieder normal, ja? Ich bin immer normal. Geschnetzeltes mit Nudeln. Nein. Ja, klar. So bin ich aufgewachsen. Nee. Natürlich esse ich geschnetzeltes mit Nudeln. Ah, du kommst wie mit Reis. Lass ich ja gerade noch so durchgehen. Wer isst denn geschnetzeltes mit Reis und jetzt... Aufgabe. Und was ich mir ausmalte, waren blutige Schlachtszenen. Doch das sind lediglich die ausufernden Fantasien eines Mannes der Waffen. Also sprich, was hast du über Eisherz herausgefunden? Interessant. Am Schneekleid hast du sie gesehen, sagst du? Dieser Ort war im ganzen Hochland am schlimmsten von den klimatischen Veränderungen betroffen. So unwirtlich sind die Bedingungen, dass wir die Schneekleid-Felswand noch immer nicht gänzlich erforscht haben. Könnten die Heretiker in dieser kalten Einöde ein Versteck errichtet haben? Mich dünkt, wir müssen unsere Suche intensivieren. Nun, über ihre geheimnisvolle Anführerin Eisherz wissen wir jedenfalls noch immer nicht viel. Sie muss über große Führungskraft und Ausstrahlung verfügen, um diese Fanatiker unter ihrem Banner einen zu können. Gerne würde ich ihr an deiner Seite nachspüren, doch ich fürchte, damit würde ich meine Kompetenzen überschreiten. Die Pflicht verlangt von mir, mich an die Inquisitoren zu wenden und um Aufklärung des Falls zu bitten. Dem guten Ruf ihrer neuen Führung nachzuurteilen, wird man dort sicher die richtigen Maßnahmen ergreifen. Eisherz' wahre Identität mag uns noch immer verborgen sein, und doch hast du uns einen wichtigen Hinweis geliefert. Manchmal reichen kleinste Erschütterungen, um eine Lawine auszulösen. Was die gestohlenen Hilfsgüter für Geisterzoll betrifft, ich habe bereits eine neue Lieferung in Auftrag gegeben. Die Arbeiten dort sind zu wichtig, als dass wir uns von kleinen Rückschlägen wie diesen vergrämen lassen dürften.
Du darfst wieder. Aber nur, wenn du wieder normal bist. Das ist ein Fremdwort. Ja, stimmt. So, gleich kannst du den zweiten Strich auf die Liste packen.